Ja, hallo, hallo. Ich bin der Kurti von Recht auf Stadt. Unsere Initiative befasst sich im Grunde mit nichts anderem als den Verwüstungen, die die Konkurrenzgesellschaft Kapitalismus auf der kommunalen Ebene anrichtet. Und natürlich mit den Handlungen und Nichthandlungen unserer sogenannten VolksvertreterInnen, nebst Exekutive und Judikative, die das kapitalistische Treiben in Regensburg mit allen Mitteln fördern. Der Titel unserer Rede lautet daher: Kapitalistisches Regensburg und marktkonformer Stadtrat. Warum machen der Stadtrat und die Verwaltung dies? Warum vertreten sie nicht die Interessen aller BürgerInnen, sondern offensichtlich nur die Interessen weniger, nämlich die Interessen der reichen Klasse in Regensburg? Warum gibt es in Regensburg beispielsweise mit aller Härte durchgeführte Zwangsräumungen, auch von der Stadtbau, einer hundertprozentigen Tochter der Stadt, und Stromabschaltungen, auch von der REWAG, ebenfalls im Eigentum der Stadt? Aufsichtsratsvorsitzende in beiden Unternehmen ist übrigens die Regensburger Oberbürgermeisterin Malt Schwarzfischer, SPD. Ja. Warum also passiert das, während auf der anderen Seite von Stadtrat und Verwaltung beispielsweise illegale Zweckentfremdungen ganz offen geduldet werden? Also normalerweise ist das so: wenn eine Mietwohnung in eine Ferienwohnung umgewandelt werden soll, ist das eine Nutzungsänderung von Wohnraum in Gewerbe. Das muss die Immobilieneigentümerin vorher vom Bauamt genehmigen lassen. Andernfalls ist das illegal, und wirklich illegal, und kann mit einem Bußgeld von bis zu 500.000 Euro belegt werden. Das ist nicht irgendwie falsch parken, das ist wirklich ein ziemlicher Hammer. 500.000 Euro. Und gleichzeitig, das ist dann eigentlich das Schöne dabei, wird dann diese Umwandlung in eine Ferienwohnung untersagt, also eine ungenehmigte Nutzungsänderung. Wohnraum wird dadurch gerettet. Okay, das ist normalerweise, aber in Regensburg, da läuft es anders. Da passiert nichts. Es gibt kein Bußgeld. Die Stadtverwaltung weiß ganz genau, wie viele illegale Ferienwohnungen das gibt. Der Sedlmayr, wieder neu im Amt war, hat der MZ gesagt: Ja, in Regensburg gibt es ungefähr 300 in der Altstadt, und aber nur 50 davon sind genehmigt. Also 250 illegale, wenn man das mal 500.000 Euro nimmt, da kann man ganz schön was sagen. Also Und es ist sogar noch schlimmer, es wird nicht nur nichts gemacht, im Gegenteil. Jahrelange illegale Ferienwohnungen werden nachträglich und bußgeldfrei von der Verwaltung legalisiert. Dass in Regensburg akuter Wohnraummangel herrscht, und zwar wird zwar im Wahlkampf immer beweint, schlimm, unser Hauptthema Nummer 1, glaube ich, war es beim letzten Wahlkampf, aber in der Praxis, weil wir vor Recht auf Stadt befassen uns hauptsächlich mit der Praxis, mit so kleinen Scheiß in Anführungszeichen, wird von Stadtrat und Verwaltung genau dieser Wohnraummangel aktiv befördert. Also, warum verfahren die Beamten in den einzelnen Ämtern so? Warum nimmt der Stadtrat das Vorgehen der Verwaltung widerspruchslos ab? Grund: die idiotische neoliberale Ideologie von der sogenannten unternehmerischen Stadt. Eine Stadt wird von einer kapitalistischen Verwaltung, das ist Regensburg, das sind eigentlich alle in ganz Deutschland, und einem marktkonformen Stadtrat, das sind eigentlich auch alle in verschiedenen Abstufungen in ganz Deutschland Stadtrat, nicht mehr als Lebensraum von Menschen gesehen, als Ort von Kultur und Begegnung, sondern als Unternehmen, das sich gefälligst rentieren soll. Da ist dann plötzlich nur noch wichtig, dass möglichst viele Touristen die Kassen klingen lassen, dass es möglichst viele Hotels und möglichst viele Ferienwohnungen gibt, dass sich möglichst viel Gewerbe ansiedelt, dass möglichst für den Export produziert, damit die Gewinne hier hängen bleiben, aber andere sollen dann das Ganze bezahlen. Ganz normaler kapitalistischer Imperialismus, auch auf der Stadtebene. Wohnraum soll nicht einfach nur Wohnraum sein, sondern Kapitalanlage, die natürlich Jahr für Jahr im Wert steigen soll. Und Kultur, das ist jetzt mein Thema, ist nicht einfach mehr nur Kultur, sondern Kulturwirtschaft.
Wirtschaft oder Kreativwirtschaft, ach, da geht's mal ganz eiskalt runter, Kreativwirtschaft, die vor allem Gewinne abwerfen soll, statt der Gesellschaft, so wie es kehrt, den Spiegel vorzuhalten. Alles läuft unter dem Begriff Marketing statt Marketing. Haben wir eine extra Einrichtung, die heißt Stadtmarketing. Dass eine Stadt dadurch nach und nach zu einem kalten, unwirtlichen und damit toten Ort wird, weil sich normale Menschen die unternehmerische Stadt nicht mehr leisten können, scheißegal. Normale Menschen, die stören wir eh nur. Die sollen gefälligst ins Umland ziehen und in die Stadt dann pendeln. Die Stadt selbst gehört dem Marketing und dem Event. Ja, das ist jetzt die Ideologie, das Credo einer kapitalistischen oder der kapitalistischen Regensburger Verwaltung und des marktkonformen Stadtrats. Regensburg überall. Es ist klar, wenn sich die Verhältnisse zuspitzen, so wie jetzt gerade, beschleunigt sich die Entwicklung der unternehmerischen Stadt zu einer toten Stadt. Denn wo kein Geld, da keine Unternehmensgewinne und damit bricht das Geschäftsmodell einer unternehmerischen Stadt in sich zusammen. Grundstücks- und Immobilienpreise sind mittlerweile auch in Regensburg fast schon totspekuliert. Niemand kann sich mehr die exorbitanten Preise leisten. Die Folge ist Leerstand. Siehe aktuell das Dörnbergviertel, wo immer noch zig Dutzende Wohnungen seit zweieinhalb Jahren leer stehen, weil sie einfach keiner die Miete leisten mag, 14, 20 Euro aufwärts noch, sogar noch. Siehe Leerstand von Hotels. Aktuell ist jetzt das Star-Inn am Bahnhof mit 150 Betten leer oder das Merkur im Kasernenviertel, aber auch ungefähr 150 Zimmer, nicht Bettenzimmer, insgesamt sind 300 Zimmer, die einfach so leer stehen, seit zwei, drei Jahren schon fast. Und siehe Leerstand von Verkaufsflächen in der Marktstraße, kennt sicherlich die leerstehenden Sachen auf dem Neuen Fahrplatz, die Commerzbank, die Tendlergasse, das ehemalige Bank, das Zara bald oder überall eben in der Altstadt. Ja, nun könnte eine vernünftige Verwaltung und ein verantwortungsvoller Stadtrat auf die Idee kommen, hey, Moment mal, da stehen zwei Hotels leer, na, dann quartieren wir doch unsere obdachlosen Menschen hier in Regensburg dort ein. Ja? Laut Caritas sind es ungefähr 500 Menschen, die jetzt wohnungslos sind in Regensburg. Denn das sind genug. Gell? 300 Zimmer leer beim Merkur und Star-Inn, 500 Obdachlose ist eigentlich noch eine Rechnung, die immer noch nicht aufgeht, aber eben schon besser, wie es jetzt ist. Wir haben dann von Recht auf Stadt eine entsprechende Petition, also ein Recht auf Stadt und solidarische Stadt, haben viele Aufbruch und alle Gruppen, die auch hier bei diesem Bündnis jetzt beteiligt sind, haben eine Petition und Unterschriften gesammelt. Ich glaube, innerhalb von 14 Tagen haben wir 700, also jeder hat im Prinzip unterschrieben, den wir gefragt haben. Und dann haben wir es im Stadtrat eingereicht. Alle Ausschussmitglieder im Stadtrat, im Ausschuss, also jetzt nicht im Komplettstadtrat, aber im Ausschuss, einschließlich der sogenannten Opposition, haben dagegen gestimmt. Ja, nächster Punkt. Bald wird ein privates Altenheim in Regensburg leer stehen, das Kursana am Bahnhof. Weil der kapitalistischen Investorengruppe, so ist die Ursache wahrscheinlich zu werden, die Gewinne zu niedrig sind. Die müssen das ja zu dem ein bisschen renovieren und so, das ist ja einfach zu teuer. Und Regensburg hat jetzt selbst zu wenige Pflegeplätze. Ein kommunales Pflegeheim, das Michelstift, wenn Sie sich da noch erinnern kannst, hat die Stadt selbst, der Wollbergs, korrupte Wollbergs und die Mal Schwarzfischer, damals als Sozialbürgermeisterin, haben das 2015 geschlossen. Daher müssen unsere Alten, die jetzt im Kursana sind, ich glaube, das sind so um die 100 oder Pflegeplätze, hauptsächlich auf Heime im Landkreis ausweichen. Was für ein Armutszeugnis. Ja, wiederum eine vernünftige Verwaltung und ein verantwortungsvoller Stadtrat könnten nun auf die Idee kommen, beschlagnahmen wir doch das Kursana. Unsere Alten sind durch die Schließung quasi obdachlos. Also die Stadt muss für Wohnraum sorgen und wenn das nicht der Fall ist, dann kann sie auch zu den Mitteln der Beschlagnahme greifen. Also das ist jetzt durchaus möglich. Da gibt es eine gesetzliche Grundlage. Aber wir dürfen sicher sein, das wird nicht geschehen. Menschlichkeit ist in einer unternehmerischen Stadt nicht vorgesehen, es wirft einfach keine Gewinne ab.
auch nicht und beziehungsweise erst recht nicht in Zeiten der Krise. Dagegen müssen wir protestieren. Wir wollen eine solidarische Stadt, keine unternehmerische. Wir wollen eine solidarische Welt und keine, in der ein Kapitalist den anderen totschlägt. Wir wollen eine menschliche Welt. Um das zu erreichen, ist unserer Ansicht vor Recht auf Staat, müssen wir in den Kommunen anfangen. Dankeschön.